Erneut ein trauriger Verlust für Star 49. Erst vergangenen November verlor der Schauspieler während der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Haus. Jetzt kaufte sich der 300-Darsteller einen Oldtimer-Wohnwagen der Marke Airstream mit einem geschätzten Wert von $11.000. Diesen wollte er vor Abholung von Spezialisten restaurieren lassen. Doch nun der Schock: dreiste Diebe klauten das teure Fahrzeug direkt vom Parkplatz des Ladens. Das vermeldete nunmehr TMZ und beruft sich dabei auf eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde. So wurde Gerards Airstream Silver Sovereign 1969 vom Parkplatz eines Fabrikationsgeschäfts im San Fernando Valley gestohlen. Dabei sollen es die Räuber so eilig gehabt haben, dass sie das Tor zum Platz zerschmetterten und in aller Eile mit dem Diebesgut davon brausten. Da sich die mobile Wohnung derzeit in den Restaurierungsarbeiten befand, soll es sich bei dem geklauten Gut allerdings im Wesentlichen bloß um eine leere Hülle gehandelt haben. Bislang gibt es laut dem Los Angeles Police Department noch keinen konkreten Verdächtigen. Punkt. Instagram: Gerard Butler. Gerard Butler vor seinem Haus in Malibu, Kalifornien. Anzeige: Getty Images. Gerard Butler im Februar 2019 in Los Angeles. Anzeige: Getty Images. Gerard Butler in Kalifornien 2019. Anzeige: Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.